Also, grüezi miteinander. Vielen Dank nochmals für diese vierte Einladung der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin die Gründerin von SOS Rassismus und Diskriminierung Schweiz. Wir haben diese Organisation im Jahre 2005 gegründet. Und ursprünglich war das eine Bürgerinitiative. Das waren so 4 oder 5 NGOs hier in der Schweiz, die wollten unbedingt etwas bewegen gegen Rassendiskriminierung. Es ging am Anfang um die Hautfarbe, die meiste Risikogruppe in der Schweiz war. Und dann haben wir angefangen, mit der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und Human Rights Schweiz enger zu arbeiten. Und die Jahre sind dann vergangen und wir haben dann neue Eindrücke gewonnen und haben eine Datenbank gegründet, wo jeder dann ein rassistischer Vorfall melden darf, sogar anonymisiert, falls die Person oder der Betroffene oder die Betroffene Angst hat. Ich habe dann mit der Zeit erkannt, dass das Problem nicht nur die Hautfarbe ist, sondern die Religion steht eher mehr im Fokus als die Hautfarbe. Und wenn ich vielleicht so kurz von meiner Geschichte sprechen darf, mein Vater war Jude, meine Mutter römisch-katholisch, die Familie von meinem Vater musste von Deutschland fliehen während des Holocaust. Also ich bin dann in Argentinien geboren und bin so trikulturell aufgewachsen. Deswegen ist es mir auch sehr einfach zu verstehen, was gewisse Zielgruppen und heutzutage hauptsächlich Muslimas und Muslime durchmachen müssen. Und im Jahre 2014 haben wir uns dann fest entschlossen, mit einer ganz kleinen Gruppe von SOS, dass wir uns öffnen und dass wir nicht nur Afrikaner versuchen zu schützen, sondern auch diejenigen, die eine religiöse Zugehörigkeit hat. Plötzlich, zu meiner positiven Überraschung, in Basel in einem kleinen interreligiösen Dialog der Minderheiten kenne ich die Ahmadiyya vor 2 Jahren. Und der erste Eindruck war, ja, das hat wirklich eine sehr große Verbindung mit der Schweiz, denn es stand im Fokus das Thema Nachbarschaft. Das, was uns hier in der Schweiz sehr eigenartig macht, ja? So hat unsere direkte Demokratie angefangen. Wir müssen auf den Nachbar schauen, was der Nachbar macht, wie er uns helfen kann, wie wir helfen können. Und so wird dann eine kleine Region stark und kann wachsen. So ist auch die Schweiz entstanden. Und das hat mir sehr gefallen. Ja, dann kamen wir vertiefter ins Dialog. Und ja, dann hatte ich mal eine Einladung in Zürich, wo wir auch einen zweiten interreligiösen Dialog der Minderheiten gemacht haben. Da konnte ich dann mehrere Mitglieder und Imame näher kennenlernen, bis ich dann nach London kam, wo ich dann die internationale humanitäre Hilfe genauer betrachten konnte, wie Männer und Frauen in einer Gleichstellung, das muss man betonen, Gleichstellung für die Menschheit arbeiten. Und das ist, was ich vielleicht so herausragen will im Islam. Wenn ich mir die anderen Religionen anschaue und sogar bei meiner Erziehung, wir werden eigentlich diese Gleichstellung der Frau und die Rechte der Frau nicht betont. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo es nicht einfach ist für die Männer, auf die Straße zu gehen und zu kämpfen, um die Familien zu versorgen. Und die Frau ist ein sehr wichtiger Bestandteil, nicht nur als Mutter, sondern die Frau hat Kraft. Die hat Kraft, es ist eine Kraft, die fließen kann unendlich und die man manchmal nicht sieht. Und das ist, was ich auch hier in der Ahmadiyya-Gemeinde erkennen konnte. Die Frau hat einen Platz. Und das hat mich sehr gerührt. Und ich habe das nach
nach außen gebracht, ins Gespräch gebracht in anderen Tischen. Ja, die Leute waren sprachlos, muss man sagen. Und vielleicht nur noch zwei Dinge, die mich auch sehr beeindruckt haben. Das Thema Kopftuch wird leider sehr negativ thematisiert in unserer Gesellschaft. Und ich persönlich glaube, die westliche Welt ist zu liberal geworden. Die Frau lebt in einer extremen Freiheit, wo sie wirklich gefährdet ist. Und deswegen bin ich für Kopftuch, denn Kopftuch, wenn wir ein Kopftuch auf der Straße sehen, das gibt dann ein Signal nach außen zu sagen, der anderen Seite, die so extrem lebt, zu sagen, es gibt Grenzen. Denn wenn es keine Grenzen gibt für die Frau, dann geht die Familie kaputt und die Gesellschaft. Und das ist ein Thema, wofür wir sehr stark jetzt einsetzen werden in SOS. Dass wirklich das Kopftuch etwas ein ganz normales Kleiderstück sein soll und mindestens so aufgenommen wird von der westlichen Welt. Und der dritte Teil, was mich sehr gerührt hat, äußerst, und ich finde es sehr herzig, wie die Kinder mitmachen. Es geht um Sauberkeit, sie lernen ordentlich zu werden, sie lernen den anderen dienen. Sie gehen auf die Straßen am Wochenende und versuchen kooperativ mit dem, ja, der Gemeinde oder die Behörde, die gerade zuständig ist für Sauberkeit in der Stadt, mitzuhelfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir nicht sauber sind, was ist das für ein Bild? Das ist die Basis von einem Land, finde ich. Da fängt es an. Und das sollte man auch nach außen besser zeigen. Und das ist jetzt eine Bitte an euch. Zeigt das. Seid nicht scheu, denn das beeindruckt sehr. Andere Communities machen das überhaupt gar nicht. Die haben das einfach nicht als Wert oder vielleicht verpasst oder vergessen, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt da wirklich ganz tolle Signale senden. Und zusammen, ich bin überzeugt, wir können vieles, vieles erreichen. Multikulturell, in der Diversität und auch beruflich. Denn wir sind ein Land, die Schweiz, wir sind sehr klein, wir sind ein Binnenland. Und die Innovation ist, was uns stark hält. Und das ist, was mir auch rüberkommt. Ahmadiyya ist innovativ. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.